Hallo und willkommen zur 31. Ausgabe. Heute wollen wir die komplexen Zahlen abschließen und dazu schauen wir uns als erstes mal nochmal Polynome an. Und das Interessante jetzt mit den komplexen Zahlen ist, dass ein Polynom n-ten Grades, also ein Ding, das ungefähr so aussieht, also alle Potenzen bis x hoch n enthält, dass das nach dem Fundamentalsatz der Algebra genau n Nullstellen besitzt. Zuvor war das ja nicht notwendigerweise so der Fall. Also es konnten n Nullstellen enthalten sein, aber manchmal gab es Terme wie zum Beispiel x² plus 1. Die hatten keine Nullstelle. Ja, die waren quasi ohne Nullstelle einfach immer positiv. Jetzt im Komplexen wissen wir, es gibt auch Lösungen für diese und wir bekommen genau n Nullstellen. Interessant ist noch, wir haben üblicherweise reelle Koeffizienten für unsere Polynome. Das heißt, wir bekommen paarweise komplex konjugierte Nullstellen, denn also ein Polynom, was zum Beispiel ja so etwas enthält, x minus i und dann, das ist eine einzelne Nullstelle und x plus 1, wenn ich das ausmultipliziere, dann bekomme ich natürlich ein komplexes Polynom, daher würde ich jetzt x Quadrat minus i mal x bekommen. Dann plus ein normales x minus i. Also da hätten wir dann hier auf einmal komplexe Koeffizienten in unserem Polynom. Das haben wir üblicherweise nicht. Das wäre durchaus möglich. Man könnte es natürlich auch so definieren und rechnen. Aber unsere Polynome, die kommen ja meistens aus reellen Anwendungen der Ingenieursmathematik. Und im Reellen sind eben auch die Koeffizienten reell. Das heißt, es müssen immer paarweise die Nullstellen auftreten. Also hier zum Beispiel, wenn i auftaucht, taucht auch minus i auf. Und nach der binomischen Formel bekomme ich mit a plus b mal a minus b, bekomme ich hier a Quadrat minus b Quadrat und i Quadrat ist minus 1, also plus 1. Jetzt haben wir wieder reelle Koeffizienten in unserem Polynom. Also wir können erwarten, dass wir, wenn etwas Komplexes auftaucht, das immer paarweise sehen. Und wir können jetzt auch, ja, das wussten wir eigentlich schon zuvor, wenn wir eine Nullstelle finden, die ohne Rest, können wir die mit Polynomdivision rausdividieren aus unserem kompletten Polynomterm. Gut, hervorragend. Ja. Wie finden wir die jetzt, die Nullstellen? Da hat sich jetzt leider nicht viel geändert. Klar, Grad 2 Mitternachtsformeln nach wie vor. Die funktioniert auch für komplexe Werte sehr gut. Werden wir nachher gleich sehen. Grad n größer gleich 3. Da gibt es ein paar Hilfsmittel, aber die müssen natürlich passen. Also wenn ich einen Wert kenne, eine Nullstelle, kann ich mit Polynomdivision diesen Term hier abspalten. Falls eine Nullstelle die 0 ist, kann ich die ausklammern und habe vielleicht dann noch n gleich 2 übrig. Mit Mitternachtsformel bin ich dann fertig. Oder ich kann so einen Term substituieren, zum Beispiel eine biquadratische Gleichung, wo alle nur gerade Exponenten haben, alle x. Da kann ich substituieren. Also so etwas wie x hoch 4 plus x Quadrat minus 2 gleich 0. Ja, da kann ich hier zu u Quadrat plus u minus 2 gleich 0 gehen. Erstmal das für u lösen mit Mitternachtsformel und dann in x wieder zurück substituieren und so weiter. Und ja, bei komplexen Nullstellen wissen wir, dass die paarweise kommen, also wenn a plus ib eine Nullstelle ist, dann ist a minus ib, das komplex konjugierte, auch eine, dann finde ich diesen Term hier in meinem Polynom.
Ja, das hat schon zusammengefasst x minus a in Klammern zum Quadrat plus b Quadrat. Also in der Form sehe ich auch gleich, was Real- und Imaginärteile sind. Und dann muss ich das nicht einzeln abspalten. Also bei komplexen Termen versucht man natürlich nicht jetzt eine Polynomdivision zu machen aus einem reellen Polynom. Ja, wenn ich hier irgendwas habe, x hoch 4 plus und so weiter. Das würde ich natürlich nie durch so ein x plus i einfach Polynomdivision machen, denn dann bekomme ich was Komplexwertiges und dann müsste ich von diesem komplexwertigen Polynom dann im nächsten Schritt nochmal komplexe Polynomdivision machen und dann den Nenner natürlich teilweise wieder reell machen. Also da ist viel Arbeit dahinter. Das ist viel leichter. Ich spalte einmal hier das Produkt ab, also x² plus 1. Dann habe ich eine einzige reelle Polynomdivision und bekomme gleich mein Endergebnis. Also das sind so die kleinen Tricks, die wir brauchen. Und jetzt seid ihr dran mit ein paar Übungen. Also fangen wir mal klein an. Was sind die Nullstellen von dem her? Ja, war nicht schwer. Plus und Minus i. Klar, das kennen wir. Ich hätte mich jetzt auch dumm stellen können, hätte einfach mal Mitternachtsformel machen können. Ja, n gleich 2, zweite Ordnung. Also minus b ist 0 plus minus b Quadrat minus 4ac, also minus 4 durch 2a. Das kommt raus, also Wurzel minus 4. Und da können wir jetzt in der Mitternachtsformel, kann ich quasi diese Wurzel als minus 4, da kann ich sozusagen das Minus aus der Wurzel rausziehen als ein i. Da bekomme ich ein i, weiter im Plus minus. Und dann Wurzel plus 4 halbe. Und das kennen wir. Wurzel 4 ist 2. Das kürzt sich mit dem halbe. Also das hier kürzt sich raus. Und haben wir plus minus i. Also das kann ich durchaus machen. Jetzt könnte man natürlich fragen, ja, darf ich das einfach hier machen? Ein Minus aus der Wurzel rausziehen? Gibt es nicht zwei wo komplexe Wurzeln, wie ist das hier? Und die Antwort ist, ich muss das hier in der Mitternachtsformel nicht beachten, weil wir hier mit diesem Plus Minus für die Quadratwurzel, die wir ja berechnen, schon beide möglichen Ergebnisse berücksichtigen. Also hier darf ich die Minus 1 direkt als ein i rausziehen und ich mache keinen Fehler, ich bekomme genau die richtigen zwei Lösungen. Gut, machen wir eins schwieriger. Was sind die Nullstellen dieses Polynoms? Ja, ganz genau. Also ihr habt es wahrscheinlich jetzt selber gerechnet. Plus minus 2 und plus minus i. Ich habe eine biquadratische hier, also ich kann erstmal mit x Quadrat gleich u. Kann ich substituieren, dann habe ich u Quadrat minus 3u minus 4 gleich 0. Dann ist u1, 2 ist minus b plus minus b Quadrat minus 4ac. Dann bekomme ich hier Wurzel 25, also 5, also 3 plus 5 halbe, das sind 8 halbe. Sind 4 und 3 minus 5, ja, jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Also das hier ist Wurzel 25, ist 5. 3 minus 5 ist minus 2 halbe, ist minus 1. Also u ist 4 oder minus 1. Und jetzt müssen wir hier zurückgehen. U ist gleich x Quadrat. Jetzt haben wir die Lösungen hier. X
1, 2 Quadrat ist gleich 4. Also x1 ist dann 2 und x2 ist gleich minus 2. Und dann die zweite Gleichung ist x3, 4 zum Quadrat ist gleich minus 1. Und das kennen wir auch. Also x3 ist gleich i und x4 ist gleich minus i. So habe ich jetzt alle vier Lösungen von diesem Polynom gefunden. Das heißt, wir können das auch schreiben als x plus 2 mal x minus 2 mal x minus i, x plus i. Also jetzt ist es wirklich faktorisiert in vier Faktoren und wir könnten jetzt auch natürlich noch den komplexen Teil, den könnten wir noch einmal zusammenfassen, damit wir hier diese reellen Koeffizienten sehen, also aus dem wird dann x Quadrat plus 1, wenn ich den zusammenfasse und jetzt sehe ich, ja, wir haben ja nur reelle Polynome. Wunderbar. Machen wir noch einen letzten. Nochmal einen Schwierigkeitsgrad mehr. Polynom fünfter Ordnung. Aber ich habe einen Hinweis. Ich weiß, dass 1 plus 2i eine Nullstelle ist. Okay. Ja, also wenn 1 plus 2i eine Nullstelle ist, dann ist auch 1 minus 2i eine Nullstelle. So, das heißt, dieser Term enthält sicher die Terme x minus x1, also x minus 1 minus 2i und dann auch das konjugiert komplexe, also x minus 1 plus 2i. Diese beiden Terme sind sicher enthalten und ich kann die jetzt mit Polynomdivision abspalten. Ich will das natürlich nur gemeinsam machen mit einem reellen Polynom. Also jetzt kann ich hier in Gedanken mal das hier, das bleibt ja gleich. Und hier haben wir mal Minus und mal Plus. Also jetzt kann ich hier die binomische Formel anwenden. Dann erhalte ich aus a minus b mal a plus b erhalte ich a Quadrat, x minus 1 Quadrat minus 2i Quadrat, was dann zu plus 2 Quadrat wird. Schauen wir es mal so. Und die i Quadrat haben das Minus und ein Plus gemacht. Also x minus 1 Klammern zum Quadrat plus 4. Und jetzt kann ich das natürlich nochmal ausmultiplizieren. Dann habe ich hier ein x Quadrat minus 2x und dann plus 1 plus 4 plus 5. Also dieser Term ist hier enthalten und den kann ich jetzt einfach mal rausteilen. Also x hoch 5 minus 4x hoch 4 plus 10x hoch 3. Minus 12x Quadrat plus 5x. Den teile ich jetzt, also das ist jetzt eine Polynomdivision, durch x Quadrat minus 2x plus 5. Ja, x hoch 5 enthält x Quadrat genau x hoch 3 mal. Dann rechne ich zurück, x hoch 3 mal die Klammer ergibt x hoch 5 minus 2x hoch 4 plus 5x hoch 3. Das ziehen wir ab. Und die fliegen raus, die x hoch 5. Ich habe hier minus 4x hoch 4 minus minus, also plus 2x hoch 4, also bleiben minus 2x hoch 4 übrig. Dann habe ich 10x hoch 3. Minus 5, also plus 5x hoch 3.
Und jetzt ist es wieder so, minus 2x hoch 4 durch x Quadrat ergibt minus 2x Quadrat. Und jetzt wieder das mal die Klammer. Dann habe ich minus 2x hoch 4 plus 4x hoch 3 minus 10x². Das ziehen wir davon ab. Ja, der Term fällt wieder raus. Ich habe die 5x hoch 3 minus 4x hoch 3 ist 1x hoch 3. Dann habe ich die minus 12x Quadrat plus 10x Quadrat, also minus 2x Quadrat. Und dann habe ich noch hier die 5x, die darf ich auch noch nicht vergessen. Das bleibt mir übrig. Und jetzt bekomme ich noch meinen letzten Term. X hoch 3 durch x Quadrat ist x. Im Prinzip sind wir jetzt fertig. Wir können noch mal überprüfen, dass es auch wirklich ohne Rest hier sich abspalten lässt, damit wir sicher sind, wir haben keinen Fehler gemacht. Also x mal die Klammer ergibt x hoch 3 minus 2x Quadrat plus 5x. Jawohl, ziehen wir ab und es kommt 0 raus. Also das ist unser Term, den wir hier abgespaltet haben. Polynom dritter Ordnung. Wir können aber noch ein x ausklammern, also x mal x Quadrat minus 2x plus 1. Und da kann ich jetzt die Mitternachtsformel anwenden, aber man sieht auch schon, das ist natürlich das gleiche wie x plus x minus 1 zum Quadrat. Gut, und jetzt kann ich das alles zusammensetzen und habe hier meine Nullstellen und kann sagen, dieses Polynom ist x mal x minus 1 Quadrat mal, wahrscheinlich so, x minus 1 Quadrat plus 4. Wunderbar. Also so kann ich jetzt jedes Polynom in seine Faktoren zerlegen. Wunderbar. Vielen Dank. Wir machen im nächsten Kapitel noch die Partialbruchzerlegung. Bis gleich.